Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Peter Bamm hatte mit seinen heiteren Feuilletons längst viele Zeitungsleser gewonnen, als er in den 50er Jahren zum Bestsellerautor wurde. Ein schreibender Arzt, der 1952 mit seinem Buch »Die unsichtbare Flagge« für Aufsehen sorgte, indem er seine Arbeit als Chirurg in den Lazaretten des zurückliegenden Krieges beschrieb. In friedlicheren Jahrzehnten hatte er als Schiffsarzt die Welt bereist und lange in China gelebt. Seine große Passion aber war die Kulturgeschichte der alten Welt des Mittelmeeres. Und nicht zufällig tragen seine erfolgreichsten Bücher Titel wie »Frühe Stätten der Christenheit«, »An den Küsten des Lichts«, Variationen über das Thema Ägäis und »Alexander oder die Verwandlung der Welt«. Diesen Bucherfolgen aber ging ein Hörspiel voraus, das 1950 für entstand und lange verschollen war. »Die Muschel der Kalypso«. Eine Eifersuchtskomödie, die im alten Griechenland spielt und aufs Unterhaltsamste vorführt, wieso sich Radiohörer überhaupt in derart ferne Zeiten versetzen können. Der damalige Oberspielleiter Karl-Peter Bilz inszenierte sie mit der Musik des Hauskomponisten Karl Schucker. Hören Sie nun das wiederentdeckte Hörspiel Peter Bams aus dem Jahre 1950. Das Hörspiel bringt Die Muschel der Kalypso von Peter Bamm. Wir bringen Ihnen eine Reportage, die mit einer intimen kleinen Szenenfolge aus der Antike beginnt. Wie und wo die Sache enden wird, wissen wir selbst noch nicht. Das hängt von den Ereignissen ab, an deren Ablauf Sie teilnehmen werden. Mr. Maibohm, Spezialreporter für schwierige Aufgaben, ist heute Morgen erst mit seinem kleinen Sportflugzeug gestartet. Wir hoffen, dass sein altes Reporterglück ihm treu war und dass er sich pünktlich zur verabredeten Zeit melden wird. Die Szenen aus der Antike spielen im 11. Jahr nach Beendigung des Trojanischen Krieges. Das ist im Jahre 1173 vor Christi Geburt. Zur Technik dieser Aufnahme bemerken wir Folgendes. Die Überbrückung des Raumes war eine der großen Leistungen der Frühzeit der Radiotechnik. Unser neues Diachronieverfahren ermöglicht es uns, auch die Zeit zu überbrücken. Wir sind heute in der Lage, die von irgendeinem Ereignis der Weltgeschichte seinerzeit ausgegangenen Licht- und Schallwellen mit dem Radar-Radargerät 13b im Universum aufzuspüren und auf das Film- und Tonband zu fixieren. Die technischen Schwierigkeiten solcher Aufnahmen liegen darin, dass sich die mit Schallgeschwindigkeit wandernden Schallbilder der Ereignisse an einer ganz anderen Stelle des Universums befinden als die mit Lichtgeschwindigkeiten wandernden Lichtbilder. Damit wir sagen können, um was es sich handelt, müssen wir wissen, wie Schallbilder und Lichtbilder synchronisch zusammengehören. Erst die geniale Entdeckung des Oxforder Gelehrten Professor Everett, die nach ihm genannte Everettsche Formel, macht es uns möglich, auf mathematischem Wege die Zusammengehörigkeit von Schallbild und Lichtbild sicherzustellen. Die folgende kleine Schallszene ist ein Schnappschuss unseres Universalberichterstatters Dr. Mercurius, der ihm zufällig beim Abtasten des Sirius-Sektors Beta 16 glückte. Dr. Mercurius machte sich unseren Hörern zuliebe die Mühe, das zu dem Schallbild aus dem Sirius-Sektor Beta 16 dazugehörige Lichtbild zu suchen.
Er entdeckte es im 3.500er Lichtjahr-Radius in einem Spiralnebel im Haar der Berenike. So wird Dr. Mercurius das, was durch das historische Fading an der Schallplatte undeutlich geworden ist, optisch ergänzen können. Es spricht Dr. Mercurius. Meine Damen und Herren, das geheimnisvolle Rauschen, das Sie vernehmen, ist das Rauschen einer Meeresmuschel. Es ist der in tausenden von Jahren eingefangene Atem einer ewig bewegten Brandung. Das Rauschen der Wellen am Strande von Ogygia, der Insel der Kalypso. Diesem geheimnisvollen Laut hat 7 lange Jahre ein Mann gelauscht, der gefangen auf dieser Insel saß und sich nach seiner Heimat sehnte. In diesem Rauschen ist Ferne, Kummer, Sehnsucht, Gefahr und vielleicht noch ein wenig mehr. Auch jetzt wieder lauscht der Mann dem geheimnisvollen Laut. Freilich, die Ferne ist überwunden, die Sehnsucht ist erfüllt, Hunger und Gefahr sind vorüber. Und doch enthüllt die Muschel außer ihrer ewigen Musik noch ein kleines, ironisches Motiv. Dieses Motiv hat niemals das schweigsame Herz des Mannes verlassen. Ja, sein Witz liegt gerade darin, dass kein sterbliches Ohr je etwas von ihm vernommen hat. Sie sind die ersten Sterblichen, denen ich etwas von dem Muschelmotiv verraten kann. Meine Damen und Herren, wenn Sie mit uns erfahren wollen, was es mit der Muschel der Kalypso auf sich hat, so folgen Sie unserer antiken detektivischen Kleinarbeit. Die Muschel ist sozusagen das Motiv des 25. Gesanges der Odyssee. Meine Damen und Herren, das Diakronie-Lichtbild, das ich im Haar der Berenike gefunden habe, zeigt eine frühe griechische Halle mit einem lodernden Kaminfeuer. Am Feuer sitzt ein wunderbar verwitterter alter Bursche, der mit seinen grauen Locken und seinem grauen Barte aussieht wie der Zeus von Otricoli. Er hat die Muschel ans Ohr gelegt und lauscht seinen Erinnerungen. Unter seinen buschigen Augenbrauen blitzen ein paar höchst intelligente Augen. Sie sind mit einem ebenso spöttischen wie liebenswürdigen Lächeln auf eine schöne Frau gerichtet, die ihm gegenüber sitzt. Die schöne Frau hat einen silbernen Spiegel in der Hand, in welchem sie sich betrachtet. Sie ist nicht mehr ganz jung, so etwa 40. Sie scheint mit dem Bilde, das ihr der Spiegel zeigt, nicht sonderlich zufrieden zu sein. Ihr Ausdruck ist missmutig. Ganz offenbar ärgert sie sich über irgendetwas. Meine Damen und Herren, wer ist das? Wo befinden wir uns? Mit Hilfe der Everettschen Formel konnten wir ausmachen, dass dieses Lichtbild aus dem Haar der Berenike zu dem im Sirius-Sektor Beta 16 gefundenen Schallbild gehört. Wir befinden uns im Palaste des Odysseus in Ithaka. Der Mann am Kamin ist der erfindungsreiche Odysseus. Die Dame, eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, ist Ikarions sinnige Tochter, die züchtige Penelopeia. Wir schalten auf Schallbild um. Glücklicher Laertiad, erfindungsreicher Odysseus. Schöne Penelopeia. Der Spiegel zeigt dir das Bild deiner Schönheit. Du siehst mich das bewundern und du bist missmutig. Deine Augen, Odysseus, haben viel schon bewundert. Das Meer, den Himmel, die Sterne und das Lächeln von Göttern und Göttinnen. Darum sind deine Augen von so unergründlicher Tiefe. Darum liebe ich es, so hineinzuschauen. Und du, der du dafür berühmt bist, dass deine Schlauheit die Gedanken der Menschen lesen kann, du solltest nicht wissen, was das Herz einer Frau bewegt, die dich liebt. Auch der schlauste Mann, meine schöne Penelopeia, ist niemals so schlau wie seine eigene Frau. Ich hätte höchstens eine Vermutung. Dann sag's, was du vermutest. Die Muschel? Natürlich, die Muschel. Höre zu, meine schöne Penelopeia, ich möchte dir gerne... Was möchtest du gerne? Wenn du so feierlich anfängst, hast du immer ein schlechtes Gewissen. Ich ein schlechtes Gewissen? Frauen und selbst die Klügsten haben eine wunderbare Art, die Rösser von der falschen Seite aufzuzäumen. Ach du, immer mit deinen Rössern. Weißt du, die Leute mögen dich ja bewundern mit einem Holzpferd da in diesem grässlichen Troja. Aber es war doch ein ziemlich plumper Trick. Wenn sie euch erwischt hätten, dann wäre ich heute Witwe. Nicht mehr. Unter deinen Freiern waren doch auch ein paar ganz charmante Burschen. Hm? Amphinomus, der Dulichier zum Beispiel, der Sohn des Nisos, der verständige Jüngling mildredenden Herzens.
Hast du mit dem nicht einen kleinen Flirt gehabt? Ich? Einen Flirt? Na, weißt du, das ist aber wirklich eine unglaubliche Bemerkung von dir. Nun, Kalypso, deine olympische Kokotte? Wie reizend von dir, Penelopeia. Du bist eifersüchtig. Aber wir reden doch gar nicht von Kalypso. Wir reden von Amphinomos. Du möchtest wohl ablenken. Hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen? Odysseus? Ich sage dir, du gehst zu weit. Mein liebstes Herz. Ich wollte dich schon immer einmal fragen, war es mit dieser bewundernswerten, dieser heroischen Treue, war es, ich meine, du bist doch sonst nie so sehr fürs Heroische gewesen. Also sagen wir, war es nicht manchmal ein bisschen langweilig? Auf jeden Fall war es nicht so kurzweilig wie bei deiner Kalypso. Ach so. Weißt du das so genau? Na, sonst hättest du doch nicht ein so schönes Andenken an diese kurzweiligen 7 Jahre mitgebracht. Woher weißt du denn so genau, dass diese Muschel ein Andenken an diese kurzweiligen 7 Jahre ist? Siehst du, jetzt sagst du selber. Es wird wirklich Zeit, dass du mir ein Geständnis ablegst. Was soll ich denn für ein Geständnis ablegen? Ach, Odysseus, sei doch nicht so tückisch. Du hast mir immer gesagt, dass die Muschel das zarteste Andenken sei, das du von deinen Irrfahrten dir hättest mitbringen können. Dass ich mir hätte mitbringen können? Nein. Siehst du, das gerade habe ich nicht gesagt, meine schöne Penelopeia. Da musst du schon genau sein. So? Was hast du denn gesagt? Das Gegenteil. Das Gegenteil? Siehst du, also vielleicht das unzarteste Andenken, was du mir hättest mitbringen können. Penelopeia, geliebte Frau, hör einmal genau zu. Ich weiß, eine so schöne Frau wie du, die hat es nicht nötig, genau zuzuhören, aber es wäre so wichtig. Ich frage dich, bei Aphrodites Lippenstift, willst du mir einmal genau zuhören? Ich höre. Die Muschel ist ein zartes Andenken, eine Erinnerung. Aber nicht eines, das ich mir mitgebracht habe, sondern eines, das ich dir mitgebracht habe. Das ist doch ein großer Unterschied. Mir bringst du ein Andenken von der Insel der Kalypso mit? Weißt du, mein lieber Odysseus, du hast wirklich gute Nerven. Ja, für meine guten Nerven, da bin ich immer berühmt gewesen. Als wir im Bauch des trojanischen Pferdes saßen, da sagte Diomedes zu mir... Also nun hör schon auf mit deinem albernen Ross. Die Geschichte habe ich schon 100-mal gehört. Schön, aber die Geschichte der Muschel kennst du noch nicht. Nein, die kenne ich noch nicht. Du tust ja immer so geheimnisvoll. Aber schließlich werde ich sie ja wohl mal erfahren. Das ist durchaus nicht so ganz sicher. So? Wovon wird denn das abhängen? Vielleicht von Seleukis. Von Seleukis? Nun, unser neuer Gast vom Pontos Euxinos scheint dir doch recht gut zu gefallen. Ach, willst du jetzt vielleicht eifersüchtig werden, wie? Penelopeierchen, weißt du, ach, das ist für einen Mann immer so eine schwierige Lage. Wenn man eifersüchtig ist, dann ist man kein Gentleman. Und wenn man nicht eifersüchtig ist, dann ist man kein Kavalier. Möchtest du lieber ein Gentleman oder ein Kavalier sein? Mein Herz, dir gegenüber möchte ich beides sein. Also, ob du nun eifersüchtig bist oder nicht, das eine sage ich dir. Wenn du glaubst, du könntest mich mit dem Geheimnis deiner Muschel davon abhalten, zu einem Gaste liebenswürdig zu sein, dann hast du dich geirrt. Dankbar solltest du ihm sein. Er hat deinen Ruhm nach Ithaka gebracht. Ja, Nausikaa habe ich erzählt und dem König Alkinoos. Aber gelauscht hat das Ohr der Welt. Aber es ist nicht das, warum ich dem Seleukis dankbar bin. Ach, wenn du ahntest, warum ich ihm dankbar bin. Ach, jetzt bist du wieder ironisch. Na sieh mal, er ist doch jetzt wochenlang auf See gewesen. Er muss doch ein bisschen verwöhnt werden. Das tust du ja auch. Hast du vielleicht etwas dagegen? Das habe ich doch nicht gesagt. Durchaus nicht, mein Herz. Ach, du hättest also nichts dagegen, wenn ich mit Seleukis flirte? Ich bin nicht so ganz sicher, ob du das überhaupt kannst. Mit den Freiern hast du ja nicht geflirtet. Seleukis ist so höflich, er hat so gute Manieren. Und außerdem sagt er mir immer so reizende Komplimente. Und er sieht doch so interessant aus mit seiner Bronzehaut und seinen grünen, schräg stehenden Augen. Ich mag ihn wirklich gern. Dann flirte doch ruhig mit ihm, mein Kind. Es hat für mich so etwas Beruhigendes, wenn deine heroische Treue eine leichte Arabeske... Das könntest du wohl brauchen. Vielleicht. Ach so. Jetzt willst du mich mit dem Seleukis ins Unrecht setzen, damit du deine Kalypso-Sünden dagegen aufrechnen kannst. Mein schlauer Odysseus, jetzt bist du einfach zu schlau. Auf diesen Trick falle ich nicht herein. Schade. Meine schöne Penelopeia, von der Muschel kann ich dir so lange nichts erzählen, bis... Ach, lass mich mit deiner schrecklichen Muschel in Ruhe. Ins Feuer möchte ich sie werfen. Tu es doch. Ach, du willst dich von der Muschel trennen? Du willst uns von der Muschel trennen. Aber ihr Geheimnis wird mit ihr verbrennen. Wir schalten auf Diachronie Lichtbild um.
Es spricht Dr. Mercurius. Meine Damen und Herren, die stumme Szene, die wir jetzt im Diakonie-Lichtbild verfolgen können, ist mehr als spannend. Eine Schwalbe ist in den Saal gehuscht und streicht mit leichtem Flügelschlag durch den Raum. Odysseus hat sich erhoben. Sein spöttisch liebenswürdiges Lächeln hat einem schwer beschreibbaren, ein wenig verlorenen Ausdruck Platz gemacht. Mit Spannung beobachtete er abwechselnd den Flug der Schwalbe und sein schönes Gegenüber. Auch Penelopeia hat sich erhoben. Sie hat die Muschel ergriffen und hält sie in der halb erhobenen Hand, offenbar, um sie ins Feuer zu werfen. In diesem Augenblick lässt sich die Schwalbe auf dem Rand der goldenen Schale nieder, in welcher eben noch die Muschel lag. Penelope holt, blitzenden Triumph in ihren großen Eulenaugen, mit einem Schwunge aus. Jetzt wendet sie den Blick von der verhassten Muschel auf den doch so geliebten Mann. Der merkwürdig verlorene Ausdruck im Gesicht des Odysseus scheint sie zu erschrecken. Ihre Bewegung bricht ab. Sie zögert. Auf einmal nimmt sie die Muschel ans Ohr und lauscht. Jetzt legt sie die Muschel auf die Schale zurück, während die Schwalbe ruhig auf dem Rande der Schale sitzen bleibt. Und jetzt geht Penelope hinaus. Ihr Gang ist von graziöser Gelassenheit. Odysseus sieht ihr bewundert nach, bis sie durch die Tür verschwunden ist. Um die Muschel in der goldenen Schale hat sich ein leichter Nebel gebildet. Als Odysseus seinen Blick wieder zum Kamin wendet, ist die Schwalbe verschwunden. Es steht dort eine wundervolle Frau. Odysseus macht eine ehrerbietige Verbeugung, aber er scheint nicht überrascht. Offenbar kennt er die Schwalbendame. Aus dem 22. Gesang, Vers 240, und der Tatsache, dass Odysseus keine Überraschung über die erstaunliche Verwandlung der Schwalbe zeigt, entnehmen wir, dass die wundervolle Frau Zeus' blauäugige Tochter, die Scharenzerstreuerin Pallas Athene ist. Ein großartiger Anblick. Er erreicht an eindrucksvoller Hoheit fast die tragende Figur des Balkons der Belle Etage am Athenee-Palasthotel in Bukarest. Wir schalten auf Schallbild um. Sei mir gegrüßt, des Zeus blauäugige Tochter Athene. Ein schlechter Hexameter, mein lieber Held, mit einem Hiatus drin. Aber wir können es uns bequem machen. Niemand hält uns zu. Das kann man nie wissen. Kronos Sohn, der Herrscher im Donnergewölk, Zeus... Nein. Ich habe ihm die Antenne geerdet. Und Hephaistos hat den Fehler noch nicht gefunden. Wir können ganz ungestört reden. Und was, erhabene Göttin, führt dich in meine Halle? Die Neugier. Die Neugier? Weißt du, ich bin doch aus dem Kopf meines Vaters entsprungen. Sozusagen ein intellektueller Typ. Aber ich bin doch auch eine Frau. Die schönste der Unsterblichen. So, findest du? Paris fand das nicht. Ach, Paris. Paris war doch so richtig der Typ eines introvertierten, hormonal unterbelichteten Naturburschen mit femininem Einschlag. So, findest du? Naja, also Helena, die hat sich doch totgelangweilt mit ihm. Den goldenen Apfel. Ich hätte ihn dir gegeben, schönste aller Göttinnen. Aber... die Entscheidung, die war ja wohl schon getroffen mit der Wahl des Schiedsrichters. Meinst du? Du bist ja ein schneidiger alter Bursche. Dann wäre es also Zeus, der durch die Wahl des Paris zum Schiedsrichter die Entscheidung schon vorweggenommen gehabt hätte? Gewissermaßen ja. Naja, der alte Herr macht ja auch nichts wie Unsinn. Mit seiner Politik werden wir uns keine 1000 Jahre halten können. Du meinst also, die Liebe hätte Paris und Helena nicht glücklich gemacht? Nein, sicher nicht. Morgen Nachmittag ist Aphrodite zum 5 o'clock Nektar bei mir. Da werde ich ihr das mal beibringen. Wie sagtest du, ein feminin unterbelichteter? Und introvertierter Typ eines hormonal unterbelichteten Naturburschen mit femininem Einschlag. Introvertierter Typ eines hormonal unterbelichteten... Also zerspringen wird, Aphrodite. Ja, aber das ist doch nicht der Grund, weshalb du mich besuchst, schöne Tochter Kronions. Nein. Du weißt, ich mag ja nicht nur dich so gern, weil du so ein gescheiter alter Bursche bist. Wie war das? Introvertierter Typ eines hormonal unterbelichteten... Oh, das weiß die Aphrodite ja gar nicht, was das heißt. Die ist ja doch so dumm, wie sie schön ist. Also,
Also ich meine, ich habe ja nicht nur die gern, sondern ich habe auch ein Faible für Penelopeia. Ja, sie ist ja auch sehr ähnlich, erhabene Göttin. Das heißt, ich meine, die Grazie, die du ihr zur Hochzeit geschenkt hast, und das ist doch nur immerhin schon über 20 Jahre her, die trägt sie mit deiner Anmut. Du bist sehr liebenswürdig, mein Held. Aber was ich wissen möchte von dir, du und Penelopeia, seid ihr nun glücklich miteinander? Ja, das schon. Also weißt du, sehr überzeugt klingt das gerade nicht. Ist es auch nicht. Aber sie ist dir doch wirklich treu geblieben. Ja, eben. Wieso ja eben? Möchtest du denn, dass sie dich betrogen hätte? Nein, aber ich möchte wissen, ob sie wenigstens dazu fähig wäre. Natürlich, sie ist doch eine Frau. Aber warum, bei Aphroditens Dummheit, warum soll sie dazu fähig sein? Also sieh mal, du kluge Göttin, wenn es ihr gar keine Mühe machte, ihre Tugend zu bewahren, dann wäre doch keinerlei Verdienst dabei. Denn Tugend ist zwar für den Hausgebrauch sehr angenehm, aber auf die Dauer doch eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Und drittens ist meine Position zu schlecht. Das glaube ich dir, du alter Schurke. Nein. So meine ich es nicht. Sieh mal, ich bin doch Penelopeia ja auch treu geblieben. Du? Penelopeia treu geblieben? Na, hör mal. Ich weiß, aber stell dir doch mal meine Situation in Ogygia vor. Eine bildschöne und elegante Nymphe, leicht gelangweilt, wie alle Unsterblichen. Ja, da hast du recht. Deswegen veranstalten die Unsterblichen ja auch diesen sagenhaften Unsinn auf der Welt, damit sie ein bisschen Abwechslung haben. Schöne Göttin, stell dir doch die Lage vor. Ich sitze auf diesem Ogygia, die wunderschöne und gelangweilte Nymphe auch. Sie macht mir Avancen, sie verspricht mir, was ich will. Sage ich ja, dann ist es nicht gentlemanlike gegen Penelopeia. Und sage ich nein, dann bin ich Calypso gegenüber kein Kavalier. Möchtest du lieber ein Gentleman oder ein Kavalier sein? Also meine schöne Göttin, das kann man nur von Fall zu Fall entscheiden. Was das Schlimmste aber für mich war, das war, dass Calypso mir so gut gefiel. Siehst du, das ist's, was dir Penelopeia nicht verzeihen wird. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe die Liebe einer unsterblichen Göttin verschenkt für die Eifersucht einer sterblichen Frau. Ein schlechtes Geschäft? Das weiß ich noch nicht. Aber Penelopeia hat doch allen Grund, eifersüchtig zu sein. Hast du es ihr denn erzählt? Nein, noch nicht. Du willst es ihr aber erzählen? Ja, das möchte ich gerne, aber Penelopeia ist eine Dame von Welt. Es wird ihr ein Hochgenuss sein, großmütig zu sein, aber sie würde zu sehr triumphieren. Ich verliere ein Spiel, das pari steht, und dazu liegt gar kein Grund vor. Ein Spiel, das pari steht? Ja, aber du hast doch mit Calypso... Das verstehe ich nicht. Du wirst es gleich verstehen, meine kluge Göttin. Aber ich möchte, dass auch meine schöne Penelopeia es versteht. Die wahre Treue ist nicht die tugendhafte Fassade. Und der wahre Verrat ist immer nur der Verrat des Herzens. Das meinst du. Und du möchtest wissen, wie es damit bei Penelopeia steht? Ja. Und wie willst du das herausbringen? Das Test wäre, ob sie meine Story mit Calypso nicht verzeiht, sondern begreift. Das ist ziemlich viel, was du von einer Frau verlangst. Ja, vielleicht ist es etwas zu viel, aber ich will es wissen. Ich habe nie geglaubt, du alter Städteerschütterer, dass deine Gefühle so viel Tiefgang hätten. Du bist doch eigentlich immer ironisch. Echte Ironie ist immer nur die Fassade der Empfindsamkeit. Wie angenehm und interessant, mein lieber Held, sich mit dir zu unterhalten. Meine Neugier hätte sich schon gelohnt. Aber etwas muss ich noch wissen. Hast du Calypso geliebt? Bis zum Morgen des Abschieds? Nein, aber am Morgen des Abschieds... Oh, wie aufregend. Und das möchtest du deiner schönen Penelopeia beibringen? Ja. Sieh mal, als Calypso mir die Muschel auf das Boot reichte... Was? Die Muschel hat Calypso dir auf das... Ja, ich selber hatte sie doch am Strand vergessen. In der letzten Nacht... Sag mal, diese Nacht hat wohl nicht zu den unnennbaren Leiden gehört, die du erdulden musstest? Nein, also gewissermaßen nicht. Aber nach 7 Jahren... Das Herz schlägt ja überall Wurzeln, aber... Auch von einer Gefangenschaft, da muss man schließlich Abschied nehmen. Es war ein unwahrscheinlicher Augenblick, kurz bevor ich vom Strande ablegte, kaum zu beschreiben. Stell es dir vor, meine kluge Göttin. Die Pracht eines strahlend aufgehenden Morgens hier. Am Strand stehen wie wehendem Schleier diese wunderbar schöne Frau. Eine Träne im Auge. Die Träne einer Göttin für einen sterblichen Mann. Sie schlägt eine Falte ihres silberhellen Gewandes zurück und hält in der Hand die Muschel.
Die Muschel, die ich am Strande vergessen habe. Diese Muschel, die 7 Jahre Heimweh für mich bedeutet. Heimweh nach Ithaka, Sehnsucht nach Pilolopaya. Reicht sie mir, die Muschel? Mit einem Lächeln, das durch ihre Tränen bricht, wie der Strahl der Sonne durch eine Regenwolke. Oh, dieses Lächeln. Pallas Athene, im Hades werde ich es nicht vergessen. Es ist das Bezauberndste, was meine Augen auf dieser Erde gesehen haben. Es hat mein Herz getroffen. Der Pfeil der Liebe hat mein Herz getroffen. Durch alle Panzer hindurch, mit denen ich es 7 Jahre lang geschützt hatte. Also hat Aphrodite es doch geschafft, dieses raffinierte Luder. In diesem unwahrscheinlichen Augenblick, in dem doch auf einmal alles wieder auf des Messers Schneide steht, ich klammere mich an den Mast meines Floßes, dieses Floßes mit den Segeln aus den kostbaren Gewändern der Nymphe, dieses Floßes in Gedanken an Ithaka gebaut, und in diesem unwahrscheinlichen Augenblick, während sie mir die Muschel reicht, sagt Kalypso: Also willst du denn heim zum lieben Lande der Fähre? Meine Damen und Herren, wir sind in eine kosmische Störung hineingeraten. Dr. Mercurius wird sogleich die erforderlichen Erklärungen geben. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle bricht das Diakonie-Lichtbild ab. Wie Professor Everett durch langwierige und mühsame Berechnungen feststellen konnte, ist es durch eine größere Atomkatastrophe zerstört worden. Nagas, der König von Kyrene, hat seiner Tochter Berenike zu ihrem Geburtstag eine wundervolle Isotopenkette geschenkt mit einer seltenen blau-weißen Gammakernstrahlung. Als sie dieselbe ins Haar schlingen wollte, kam es zu einer Atomreaktion, bei der eine Anzahl Himmelskörper zu Planck'schen Wirkungsquanten zerpulvert wurden. Leider auch unser Diakonie-Lichtbild. Unglücklicherweise hat genau zu dem gleichen Zeitpunkt ein Erdbeben auf dem Sirius stattgefunden. Dabei ist unser Diakonie-Schallbild total zertrümmert worden. Es wieder zusammenzusetzen, worum wir Professor Everett gebeten hatten, würde fast 3 Lichtjahre dauern und nahezu 30.000 Franken kosten. Das, was Sie verstehen werden, meine Damen und Herren, können wir uns nicht leisten. Nachdem wir aber dem Geheimnis der Muschel einmal so nahe gekommen waren, war es klar, dass die Lösung des Rätsels nunmehr Ehrensache sei. Unsere Versuche, die Abschiedsszene auf Ogygia selbst einzufangen, haben zu keinem Erfolg geführt. Am einfachsten ist, meine Damen und Herren, Sie hören sich gleich die entscheidende Redaktionssitzung an, bei der der Einfall geboren wurde, mit dessen Hilfe wir zum Ziele kamen. An der Redaktionssitzung nahmen teil Professor Everett, der berühmte Diakonie-Physiker aus Oxford, Mr. Maibaum, Spezialreporter für schwierige Aufgaben, und weiter nahm noch teil unser Bürodiener Bünsley, seit 30 Jahren in der Redaktion. Er ist wahrscheinlich der Einzige von uns, der den Homer wirklich gelesen hat. Er ist bei unseren Sitzungen immer dabei, damit ein bisschen Vernunft vertreten sei. Dazu Mademoiselle Margot, die Sekretärin, und schließlich ist auch meine bescheidene Universalrandfigur noch zugegen. Wir schalten um auf die Redaktionssitzung. Schön, Sie, ist der Schnaps kalt gestellt? Grüezi, grüezi. Ja, wir werden gleich kommen. Herr Dr. Mercurius, Sie wissen doch, bei Sitzungen ist der Schnaps das Wichtigste. Es ist ein prächtiges Blümlewasser. Ich habe es persönlich probiert. Bünsli, du wirst noch so lange probieren, bis du mal ausprobiert hast. Ich habe über die Nymphe nachgedacht, Herr Doktor. Ich möchte ja doch noch zu gerne wissen, was sie da im letzten Augenblick dem Odysseus gesagt hat. Sag mal, Bünsli, du kennst doch deinen Homer auswendig. Was hat sie denn bei Homer gesagt? Eben nichts, Herr Doktor. Bloß wie der Herr Mercurius das Telegramm von Zeus gebracht hat, dass sie müsste den Odysseus heimsenden zu seinem Weib, da hat sie ganz großmütig gesprochen, auch von der Penelopeia. Und nichts von Eifersucht. Ja, sie muss ihn sehr geliebt haben. Ah, Professor Everett, guten Morgen, Herr Professor. Gute Reise gehabt? Nett, dass Sie gekommen sind. Freue mich sehr. Ich habe auch eine Idee. Was? Das ist ja großartig. Ah, da ist ja auch so, Mr. Maibaum. Grüezi, Mr. Maibaum, wie geht's denn? Grüezi, everybody. Mir geht's ausgezeichnet. Kein Wunder, so ein Wetterchen heute, was? Und United Steel sind wieder auf 218. Ich war da ein bisschen engagiert, wissen Sie? Naja, Glück gehabt. Nur die Russen, wissen Sie? Ah, hören Sie auf mit Ihren Russen. Ihr Börsendusel interessiert uns gar nicht. Wir brauchen Ihr Reporterglück. So? Ja. Was ist wieder los? Sie sollen eine Nymphe interviewen, von der wir nur wissen, dass sie zwischen 1180 und 1170 vor Christi Geburt auf der Insel Ogygia gelebt hat. Ogygia? Bin doch überall gewesen. Nie gehört. Wo liegt denn das? Mademoiselle Margot, rufen Sie doch bitte mal bei Cook & Son an. Hab ich schon, die wissen es auch nicht. In meiner Ernst zur Sache. Bünsli, schenk ein.
Die Lage ist allen Herren bekannt. Es handelt sich darum, auf irgendeine Weise herauszubringen, was die Nymphe Kalypso beim Abschied, als sie Odysseus die Muschel reichte, gesagt hat. Der Bürodiener Bünzli gibt an, dass Homer uns hier im Stich lässt. Aber Professor Everett sagte mir eben, dass er eine Idee habe. Bitte, Herr Professor. Meine Herren, ich dachte, das Einfachste wäre doch, wir interviewten Kalypso selber. Kalypso selber? Ja, sie ist doch unsterblich. Sie muss doch schließlich noch irgendwo vorhanden sein. Ja, meine Herren, wenn wir wüssten, wo diese Insel, dieses verdammte Ogygia liegt. Da hat sich der Professor Schliemann nicht mal irgendwo dazu geäußert oder Professor Dörpfeld? Wir wissen ja heute auch, wo Scheria, die Phäakeninsel. Also alle meine diesbezüglich unternommenen Aktionen haben zu keinem Erfolg geführt. Meine persönliche Vermutung geht dahin, dass es die Insel Kotso, das alte Kaudos bei Malta ist. Ja, aber es gibt ja auch eine Theorie, dass es eine Insel im Atlantik sei. Teneriffa oder ja. Sogar eine der Azoren? Ja, und selbst wenn wir die Insel wüssten und selbst wenn Kalypso noch auf dieser Insel wäre, so wüssten wir immer noch nicht, wo. Herr Doktor, darf ich mal etwas sagen? Ja, bitte, natürlich. Selbstverständlich. Wir haben doch auf dem Diachronieband das Muschelgeräusch. Ja, und? Herr Doktor, Sie sagten mir doch, das sei das Rauschen der Brandung am Strande von Ogygia. Mademoiselle Margot, ja. Wir haben doch das Band noch aufliegen. Schalten Sie doch bitte mal ein, ja? Ja. Ganz im Anfang gleich, ja? Halt, Schluss genug, Margot. Schalt wieder ab, Herzchen. Ja, und was sollen wir damit anfangen, Bünsli? Herr Doktor, Sie sagten mir doch, dass das ganz charakteristisch sei und eine besonders schöne Brandung. Ja. Und dass da ganz besondere, wunderbare akustische Verhältnisse vorliegen müssen. Naja, das habe ich gesagt. Na und? Naja, Ebbe. Also, Bünsli, nun spann uns nicht auf die Folter. Was heißt, naja, Ebbe? Nun gehen wir auf die Brandungssuche. Also, Bünzli, was soll denn das heißen? Du hast wohl zu viel Pflümli-Wasser probiert, was? Übrigens, meine Herren, bitte bedienen Sie sich, da steht die Flasche. Ja, zu viel Pflümli-Wasser, das gibt's ja gar nicht. Man müsste halt mit dem Radar 13B oder noch besser mit unserem neuen Radar 36F im Atlantik und in der Mediterranee die Brandungen abtasten, bis wir die gefunden haben, die genauso klingt wie die auf unserem Diachronieband. Da sitzt vielleicht die Kalypso heute noch. Das ist ja genial. Meine Damen und Herren, hier endet die Redaktionssitzung. Es begann die Brandungssuche. Wir haben die Brandung des Atlantik und der Mediterranee mit dem Radar 36F abgetastet. Wir haben Ogygia gefunden. Es ist tatsächlich die kleine Insel Kotso bei Malta. Mr. Maibohm ist heute Mittag nach Ogygia Kotso abgeflogen. Bis hierher, meine Damen und Herren, ist das Unternehmen im Augenblick gediehen. Von nun an können Sie den weiteren Verlauf der Ereignisse selbst verfolgen. Natürlich wusste Mr. Maibohm bei seiner Ankunft in Ogygia noch nicht, an welcher Stelle sich die Muschelbrandung befindet. Wir haben das durch Fernsteuerung gemacht. Dabei haben wir leider einmal falsch geschaltet. Wir fürchten, dass Mr. Maibohm dabei ins Wasser geraten ist. Jetzt sitzen wir hier im Empfangsraum und warten mit Spannung auf seinen Bericht. Mr. Maibohm weiß nicht, dass wir Sie gleich mit eingeschaltet haben. Er hat uns versprochen, sich genau 17.30 Uhr zu melden. Und Mr. Maibohm hält sein Wort. Doch müssen Sie verzeihen, meine Damen und Herren, wenn nicht alles so verläuft, als ob es ein dramaturgisch sauber gearbeitetes Hörspiel wäre. Die Wirklichkeit ist seit Jahrtausenden unberechenbar. Nur Homer hat die Gesetze der Wirklichkeit gekannt. Übrigens ist es höchst aufschlussreich, dass der Vater der Dichtkunst von dem Manne, der die treueste der treuen Frauen sein eigen nennt, nicht verlangt, dass er selbst... in diesem Augenblick meldet sich Mr. Arbeitswelle 46,3, hier spricht Maibohm von Insel Ogygia. Achtung, Arbeitswelle 46,3, hier spricht Maibohm von der Insel Ogygia. Meine Herren, ich verbiete mir diese Albernheiten beim Fernsteuern. Ich bin eben beinahe ersoffen, ein ganz elender Scherz. Und das Frühstück hat mir Mademoiselle Margot natürlich auch nicht in die Mappe gepackt. Wahrscheinlich liegt es noch auf ihrem Tisch neben ihrer Puderquaste. Ersticken soll sie dran. Bitte das rausschneiden. Fang jetzt mit der Reportage an. Achtung, Aufnahme. 3, 2, 1, 0. Also, meine Herren, befinde mich hier in gewöhnlicher mediterraner Normalbucht. Zeit, Moment mal, 17.32 Uhr mitteleuropäischer Normalzeit. Tolle Hitze. Abstimmung des Brandungsgeräusches bestens. Keine Interferenz. Ohne Zweifel hat hier Abschiedsszene stattgefunden.
Bucht rings von Bergen umschlossen. Selbige bewaldet. Süßwasser vorhanden. Vier kleine Rinnsale quälen sich aus dem Gebüsch über den Strand. Chlorophyllkulisse hauptsächlich gebildet von Erlen, Pappeln und Oleander. Bitte noch Homer prüfen, ob das stimmt. Draußen im Wasser spielen Schweinsfische. Auf Schweinsfischen spielt Sonne. Im prima prima Azurblau kreist Habicht. Sozusagen total poetische Situation. Bucht leider unbewohnt. Na, da werden wir wohl aufgeschmissen sein. Aber hallo? Hier ist ein kleiner Pfad. Und da liegt, was liegt da? Maibooms altes Reporterglück. Da liegt was Helles, was da nicht hingehört. Meine Herren, ein Schal aus Silberlamé. Ziemlich kostbare Angelegenheit. Werde ich Mademoiselle Margot mitbringen. Verdammt, habe ich einen Hunger. Nein, werde ich ihr doch nicht mitbringen. Ah, und von hier aus sieht man, in einer Entfernung von 400 Metern, im Gebüsch ziemlich verborgen, den Eingang zu einer Grotte. Daneben ein Weekend-Bungalow. Hm, spritziges Ding. Flaches Dach. Könnte von Le Corbusier sein. Läden geschlossen, scheint unbewohnt. Moment mal, ein Köter. Ein antiker Köter. Die Tür des Hauses öffnet sich. Ich nehme Deckung hinter einem Oleandergebüsch. Aus dem Hause tritt eine Dame. Im Teegaum. Silberlamé. Hier scheint alles aus Silberlamé zu sein. Na, mein gutes Hundel, komm, sei brav. Reiner Pudel, meine Herren? Prima Rasse. Ganz tadelloses Viech. Na, nun komm mal her, mein Pudelchen. Wenn ich jetzt doch bloß das Frühstück da hätte. Die Dame, meine Herren, kommt näher. Eine wirklich wunderbare Frau. Die geht nicht, die schreitet. Ach, was heißt hier schreiten? Die wandelt. Also wenn das die Kalypso ist, sei ruhig, Hundel, komm, sei brav. Dieses verdammte Viech natürlich hat mich schon verraten. Also wenn das die Kalypso ist, meine Herren, dann war der Odysseus ein Hornviech erster Klasse. Aber Homer muss es ja wissen. Meine Herren, ich wette, das ist Kalypso. Wenn Sie noch gegenhalten wollen, 6-1. Ach was, nehme 8-1. Jeden Betrag, das ist Kalypso. So können Frauen heute nicht mehr gehen. Maibooms altes Reporterglück. Aber wie soll ich mich verständigen mit meinen paar Brocken Griechisch? Warte mal, wie fängt doch gleich die Odyssee an? Jetzt kommt sie näher. Bildschön. Typ Catherine Hepburn nenne den Mann mir Muse, den Vielgewandten, der vielfach umgeirrt als Troja die heilige Stadt er zerstöret. Ja, aber Griechisch. Das habe ich doch mal als Strafarbeit für den Religionslehrer auswendig lernen müssen. Da ist sie. Maibum, hinein! Fernandramoi, Ennepemusa, Polytropon, Hos, Malapolla Negri! Grüezi, mein Herr. Oh. Ich bin zwar weder Fernandra noch Polla Negri, aber den die Muse Ihnen da nennen soll, den kann auch ich Ihnen nennen. Das war der Odysseus. Ja, woher wissen Sie denn? Sie sind also die unsterbliche Nymphe Kalypso? Verzeihen Sie, mein Herr, finden Sie diese Frage nicht ein wenig unhöflich? Sie scheinen zwar ein guter Mensch zu sein, nachdem mein Pudel Sie so vertrauensvoll begrüßt hat, aber Sie haben sich noch gar nicht vorgestellt. Verzeihen Sie, nee, Frau, verzeihen Sie. Maibum. Mr. Maibum. Spezialreporter für schwierige Aufgaben. So. Und was für eine schwierige Aufgabe lösen Sie im Augenblick? Sie haben da allerhand Apparate bei sich. Die schwierige Aufgabe ist, Sie zu interviewen. Mich? Die Witwe des Admirals Aristides Argyropoulos? Ach, ist der Herr Gemahl gefallen? Wo denn, wenn ich fragen darf? Bei Missolunghi. Ach ja, bei Missolunghi. Kenn ich nicht. Verzeihung. Meine Damen und Herren, ich unterbreche für einen Augenblick die Reportage von Mr. Maibum. Zurzeit ist es viel interessanter, was sich bei uns hier in der Redaktion abspielt. Während Mr. Maibum gerade dabei ist, Kalypso die ganze Vorgeschichte zu erzählen, die uns zu dem Interview mit ihr veranlasst hat, fällt mir ein, dass vor Missolunghi Lord Byron gestorben ist. Mademoiselle Margot? Ja? Schnell mal das Wusu. Erste Hälfte, 19. Jahrhundert. Mr. Everett, wo ist denn Professor Everett? Interessiert sich denn der gar nicht mehr? Bitte? Danke.
Aramäisch, Arbeit, Archimedes, Argentinien, Argument, Argyropoulos, da haben wir es, griechischer Admiral, Freund Lord Byrons, 1842 vor Missolunghi gefallen, ist also schon über 100 Jahre tot. Bei Old Joe, der arme Maiboom, jetzt schwitzt er, aber wenn er das wüsste, wäre er gerettet. Aber wie machen wir das nun? Bünzli, Bünzli, schnell, ja? Herr Doktor, ja, ich habe gerade bei der Technik angerufen. Ja? Die haben dem Mr. Maiboom einen Morse-Empfänger mitgegeben, wegen der Störung. Wir können das funken. Ich habe schon gesagt, die sollen gleich schalten. Sehr großartig. Margot. Ja. Goldkind, Silberhessen, schreiben Sie. Bitte. Achtung, Maiboom. Die Rettung. Admiral Argyropoulos, Freund von Lord Byron, 1842. Ob er das hören wird, wenn das in der Tasche tickt? Margot, Goldkind, Silberhessen, Sie sollen funken gleich rüber in die Technik. Ja. Ach, der Maiboom, der schmeißt schon die Kiste. Jetzt wird er gerade Calypso einladen, sich das Diakonieband mit der Szene zwischen Odysseus und Athene bei uns anzuhören. Ah, der ist schon ein ganz ausgekochter Bursche. Meine Damen und Herren, wir schalten Sie wieder in das Mikrofon von Mr. Maiboom ein. Nee, Frau? Also leugnen Sie doch nicht länger. Ich sehe Sie noch an. Wie er das schildert, der Odysseus, wie Sie da am Strande stehen, gnädigste Nymphe. Was heißt da? Am Strande? Hier an dieser Stelle. Ihr Lächeln, gnädigste, sei das Bezauberndste gewesen, was seine Augen je gesehen hätten. Im Hades würde er das nicht vergessen. Stellen Sie sich vor, ich wäre... Also bitte, Odysseus und Sie, gnädigste Nymphe, Silberlame... Moment mal. Ne Frau hat gar keinen Zweck mehr. Trauer um Admiral Argyropoulos leicht schimmlig. Missolunghi 1842. Der Verehrungswürdige ist schon seit 100 Jahren tot. Also nun geben Sie schon zu. Ja, also dann sei's drum. Ich bin's. Des Atlas Tochter, die unsterbliche Nymphe Kalypso. Ach. Großartig, Gefahr. Küss die Hand, Gefahr. Göttlich. Dass der Odysseus, dieser Idiot, eine Frau wie Sie, also wenn Sie wollen, gnädigste, ein Engagement nach Hollywood, Katharine Hepburn, so wie Sie aushängen, Gefahr, kostet mich ein müdes Lächeln. Und wie ging die Szene weiter? Gefahr, ich bin eine ziemlich schnoddrige Figur, gebe ich zu. Aber wie Odysseus das schildert, diesen Abschied, da waren wir doch alle wirklich ganz betroffen. Und ausgerechnet in dem Augenblick, als er Athene erzählen will, was sie beim Abschied zu ihm gesagt haben, bricht die ganze Szene ab. Kosmische Großstörung. Ja, lieber Mr. Maiboom. Gehen wir doch die paar Schritte zum Strand hinunter an die alte Stelle. An die alte Stelle, an der ich seitdem so oft gestanden habe. Erzählen Sie. Gnädige Frau, ich habe die Szene jetzt so oft gehört. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis. Ich kann Ihnen ziemlich wörtlich erzählen, wenn das Ihre Nerven nicht zu sehr... Nein, ich bin Ihnen dankbar, Mr. Maiboom. Sehen Sie, hier war es. Hier stand ich mit der Muschel in der Hand. Da lag das Floß. Und am Mast sich haltend, Odysseus, der wunderbare Held. Der einzige Mann, den ich in meinem ganzen langen, unsterblichen Leben geliebt habe. Oh, Gnefrau. Und was also erzählt Odysseus der Pallas Athene? Ja, also, stellen Sie sich vor, Gnefrau, ich wäre, also ich meine, also ich wäre Odysseus. Und nun sagt Odysseus, sage ich also, sagt Odysseus, es war ein unwahrscheinlicher Augenblick, Pallas Athene. Kurz ehe ich vom Strande ablegte, sagt Odysseus, stell es dir vor, meine schöne Göttin, die Pracht eines strahlend aufgehenden Morgens. Ein Tag wie heute am blauen Meer, hier am blauen Meer, am Strande stehend mit wehendem Schleier sie, die wunderbar schöne Frau. Eine Träne im Auge, die Träne einer Göttin für einen sterblichen Mann.
Sie schlagen eine Falte ihres silberhellen Gewandes zurück und halten in der Hand die Muschel. Die Muschel, die Odysseus am Strand vergessen hat. Diese Muschel, die 7 Jahre Heimweh bedeutet. Heimweh nach Ithaka. Sehnsucht nach Penelopeia. Dann reichen sie ihm die Muschel mit einem Lächeln, das durch ihre Tränen bricht. Wie jetzt. Wie der Strahl der Sonne durch eine Regenwolke. Moment, Frau, eine Aufnahme. Ja, ach, wo ist denn meine Leica, meine Leica? Dankeschön, vielen Dank, großartig. Dieses Lächeln, Okalypso, dieses Lächeln, oh Pallas Athene. Im Hades werde ich es nicht vergessen. Es ist das Bezauberndste, was meine Augen auf dieser Erde gesehen haben. Es trifft sein Herz. Der Pfeil der Liebe trifft sein Herz. Durch alle Panzer hindurch, mit denen er es 7 Jahre lang geschützt hat. Oh, er hat mich geliebt. Und ich habe es nicht gewusst. In diesem unwahrscheinlichen Augenblick, in dem doch alles wieder auf des Messers Schneide steht. Auf des Messers Schneide. Ach, ich hätte meinen Vater Atlas gebeten, mich sterblich zu machen. Ich hätte das Glück kennengelernt. Ich habe es verloren. Er hat mich geliebt und ich habe nicht gewusst, wovon ich Abschied nahm. Ja, das waren des Odysseus Worte. Ich klammer mich an den Mast meines Floßes. Dieses Floßes mit den Segeln aus den kostbaren Gewändern der Nymphe. Dieses Floßes in Gedanken an Ithaka gebaut. In diesem unwahrscheinlichen Augenblick, während sie mir die Muschel reicht, sagt Kalypso: Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus, also willst du denn heim zum lieben Lande der Väter? Nimm diese Muschel und bringe sie deiner schönen Penelopeia. Bringe sie ihr als das Zeichen deiner Treue, die ich bewundere und beweine. Dein Herz hat mir widerstanden. 2 Frauen lieben dich, aber der Herrscher im Donnergewölk, Zeus, hat dir die Heimkehr zu Penelopeia bestimmt. Gib ihr die Muschel und sage ihr, dass ich, die unsterbliche Göttin, sie, die sterbliche Frau, beneide. Und dass sie mir verzeihen möge. Dies also ist das Geheimnis der Muschel der Kalypso. Daher des edlen Helden Scheu. Daher seine Ironie als die Fassade seiner Empfindsamkeit. Daher sein geheimer Stolz. Das ist wohl etwas, was ein Mann der Frau, die er liebt, nach so vielen Jahren des Krieges und der Irrfahrten mit heimbringen kann. Die Nymphe Kalypso, die nicht einmal wusste, dass Odysseus sie liebte, die Frau, die er verlassen hat das verstanden. Freilich, sie hat die Klugheit einer unsterblichen Göttin. Wird auch die sterbliche Frau klug genug sein, das tapfere Herz des Odysseus zu belohnen? Glauben Sie, lieber Dr. Mercurius... Was, Professor? Glauben Sie, lieber Doktor, dass es eine Bedingung der Tugend ist, dass sie belohnt wird? Sicher nicht. Gerade darin liegt ja die tragische Ironie. Was glauben Sie, was Odysseus tun würde, wenn er feststellen müsste, dass Penelopeia seine Tugend nicht belohnen wird? Nun, es wäre sein letztes Abenteuer. Das Abenteuer seines Herzens. Ich glaube schon, dass er die Überlegenheit hätte, auch diese Niederlage mit einem Lächeln hinzunehmen und seiner schönen Penelopeia einen Sieg zu überlassen, der keiner ist. Liebe ist nobel, aber wir werden es ja nie erfahren. Oh,
Das sagen Sie nicht. Das habe ich in der Hand. In der Hand? Ja, hier. Zwei Stückchen Band. Aufnahme? Ja, Aufnahme aus dem Palast in Ithaka. Ja, aber und wie? Ja, sehen Sie, lieber Doktor, während Sie Mr. Malboom ins Wasser gesteuert haben, habe ich mir überlegt, dass nach unseren Erfahrungen diese Atomreaktion der Isotopenkette der Berenike nach der Bostonschen Formel verläuft. Es gibt dabei Sektoren, die frei bleiben. Übrigens ganz ähnlich wie bei den primitiven Dynamitexplosionen. Und die Schaltstörung im Sirius-Sektor Beta 16 war ja nur ganz vorübergehende Natur. Ich dachte, vielleicht haben wir Glück. Und unser Diachroniebild ist in einen solchen Sektor geraten. Ja und? Wir haben Glück gehabt. 13b ist natürlich nicht empfindlich genug, aber 36f hat eine wunderbare Trennschärfe. Hier ist das Diachronie-Lichtbild. Das Schallbild hat der tüchtige Meister Bünzli gleichzeitig vom Sirius geholt. Das ist ja großartig. Margot, gutes Mädchen, leg doch die Bänder mal auf und schalt ein, ja? Bitte sehr. Du willst mir durchaus nicht glauben, meine schöne Penelopeia, dass ich diese Muschel von der Insel der Kalypso dir mitgebracht habe? Wie kann ein so kluger Mann wie du eine solche Frage stellen? Du weißt genau, dass ich sie dir nicht beantworten werde. Warum nicht? Ehe du mir nicht gestanden hast, was alles auf Ogygia sich abgespielt hat, will ich die Muschel nicht mehr sehen. Zu gestehen habe ich nichts. Zu berichten hätte ich dir. Hast du Kalypso in deinen Armen gehabt? Ja. Hast du sie geliebt? Ja. Auch das. Odysseus, ich bin dir treu geblieben. Nicht, weil ich dafür belohnt werden wollte. Es ist keine Bedingung der Tugend, dass sie belohnt wird. Ich bin dir treu geblieben, weil ich dich liebe. Das weißt du. Ich verstehe alles. Ich verzeihe dir. Aber die Bedingung ist, dass du die Muschel, deine Erinnerung an Ogygia, in die Flamme wirfst. Mit ihrem Geheimnis? Für mich hat sie kein Geheimnis mehr. Odysseus und Penelopeia sind aufgestanden. In ihrem anmutigen Bogen streicht wieder die Schwalbe durch die Halle. Aber weder Odysseus noch Penelopeia scheinen sie zu bemerken. Odysseus nimmt die Muschel aus der Schale. Jetzt betrachtet er sie mit undurchdringlichem Gesicht. Penelopeia betrachtet ihn gespannt. Jetzt nimmt Odysseus die Muschel ans Ohr. Und jetzt wirft er sie mit einer kleinen, zaghaften Bewegung in die Flamme und sieht zu, wie sie zu Asche zerfällt. Penelopeias dunkle Eulenaugen blitzen auf. Dann dreht sie sich um und geht mit ihrem graziösen und lässigen Gang hinaus. Odysseus blickt immer noch ins Feuer. Jetzt richtet er sich auf. Auf seinem Gesicht ein Lächeln. Sein Blick fällt auf die goldene Schale, die einst Nausikaa ihm reichte auf der glücklichen Insel der Phäaken. Die goldene Schale ist leer. Die Muschel der Kalypso ist zu Asche verbrannt und mit ihr das Geheimnis. Ob die unsterbliche Nymphe im fernen Ogygia ihm verzeihen wird? Auf dem Rande der goldenen Schale, in der die Muschel der Kalypso lag, schwebt jetzt die Schwalbe. Was ihre klugen Vogelaugen sehen, ist das Lächeln der tragischen Ironie. Das Lächeln des Odysseus. Musik.
Das Hörspiel brachte Die Muschel der Kalypso von Peter Bamm. Die Rollen und ihre Sprecher waren Odysseus Horst Weilke, Penelope Otti Schütz, Pallas Athene Stefanie Wiesand, Kalypso Gabriele Reismüller, Dr. Mercurius Alois Garg, Professor Everett Kurt Ebbinghaus, Mr. Maiboom Horst Use, Mademoiselle Margot Erika Kreuzberger, Bünzli Heinz Menzel, Sprecher Günter Gube. Die Musik schrieb Karl Tschuka, Toningenieur Paul Senn.